Hallo Arthur und willkommen im Katapult-Interview. Die Pandemie hat die Veranstaltungsbranche ordentlich zerlegt. Du arbeitest bei der Bomber der Herzen, einer der bekanntesten Konzertagenturen Deutschlands. Ihr organisiert Touren für größere deutschsprachige Acts wie Bilderbuch, Rin, Haiti und Chill und Abdi, aber auch internationale Künstlerinnen wie Macklemore und Rory. Haiti hat dich auf Social Media mal als den besten Booker der Welt bezeichnet, aber was ist eigentlich genau dein Job? Vielen Dank für das Interview. Ich weiß nicht genau, wann Haiti das so formuliert hat, aber wenn, dann freut es mich. Als Booking-Agent mache ich hauptsächlich, also ich vertrete KünstlerInnen im Bereich Live, das heißt die Vorbereitung der Touren, Tourplanung, die Deals mit VeranstalterInnen. Ich bringe meine KünstlerInnen auf Festivals und verhandle Gagen und Slots und ja, alles, was dazugehört. Ich habe im Kopf, dass du letztes Jahr auf Twitter mal geschrieben hast, morgen wieder eine Tour verschieben, gar kein Bock. Aber ich habe es jetzt nicht mehr gefunden und vielleicht erinnere ich mich da einfach falsch. Aber wie muss ich mir deinen Job in den ersten Monaten nach Beginn der Pandemie vorstellen? Ein bisschen Weltuntergangsstimmung auf jeden Fall. Und die ganzen Tourneen, die für Frühjahr 2020 geplant waren, musste man dann auf einmal in den Herbst schieben. Und ja, und dann vom Herbst ins Frühjahr, vom Frühjahr wieder in den Herbst. Also sehr viel schieben. Alle anderen Agenturen haben gleichzeitig geschoben. Das heißt, es war ein Kampf um freie Termine. Und ja, das war hauptsächlich, womit man sich dann in der Pandemiephase beschäftigt hat, viel Planspiel, ohne richtig zu wissen, ob das überhaupt stattfindet. Und das ist jetzt zum vierten Mal oder so. Mittlerweile ist man da ein bisschen abgestumpft und zieht einfach durch. Ich habe das Gefühl, dass vor allem die Touren großer internationaler Stars, selbst während der höchsten Inzidenzzahlen in Europa, nur immer so ein paar Monate nach hinten geschoben wurden. Obwohl eigentlich allen schon klar war, dass es irgendwie komplett unrealistisch ist. Kennst du die Gründe dafür, dass es nur so für so einen kleinen Zeitrahmen nach hinten geschoben wurde? Ich glaube echt ganz naiv die Hoffnung, dass irgendwie durch ein Wunder oder durch ein Wundermittel alles wieder normal wird. Also keine Ahnung, ich glaube, man will am Ende nicht der Idiot sein, der irgendwie als Einziger ein halbes Jahr später tourt, während alle anderen schon touren dürfen. Man hat aber ich habe halt auch immer nur ein halbes Jahr nach vorne geschoben und gleichzeitig aber schon ein anderes Routing fertig gemacht für ein halbes Jahr später als Backup, um direkt wieder rübergehen zu können. Also man hat quasi zweimal verschoben mit immer einem Back halbes Jahr später ein Backup in der Hinterhand. Für viele KünstlerInnen sind Konzerte die wichtigste Einnahmequelle. Musstest du manchmal so Überzeugungs- oder ich sag mal Beruhigungsarbeit leisten, wenn du KünstlerInnen mit einer schlechten Nachricht angerufen hast oder einer weiteren verschobenen Tour? Ich will jetzt nicht, dass du irgendwelchen Namen nennst oder so. Ich stelle mir das einfach ziemlich emotional vor und kann die Sorgen und den Unmut der Artists da komplett nachvollziehen. Ist auch oft allgemein emotionale Stütze und KünstlerInnen suchen dann auch irgendwie eine Person, die irgendwie die Übersicht hat und irgendwie sagen kann, wann es wieder losgeht. Nur ich wusste leider auch nicht mehr als der Rest der Menschheit und konnte mich auch nur auf die neuesten Entwicklungen stützen, so, und konnte da nicht wirklich helfen. Aber ja klar, also Sorgen und Nöte hatten wir alle, auch die Booking-Agenten natürlich. Und ja, man ist da eh immer im Austausch bei guten und schlechten Zeiten auf jeden Fall. Du hast es ja gerade schon angesprochen. So aus der gesamten Veranstaltungsbranche gab es ja immer wieder Hilferufe nach staatlicher Unterstützung. Wie sah das bei euch aus? Gab es Hilfe? Kam die an? Größte Hilfe war die allgemeine Kurzarbeitsregelung. Also ich bin auch immer noch auf Kurzarbeit, auch wenn es jetzt wieder mehr zu tun gibt. Aber so spezielle Hilfen habe ich nicht richtig was von mitbekommen. Ich glaube auch, dass die Kulturbranche einfach auch nicht die Lobby hat, wie jetzt Fußball oder Autos. Weswegen das oft auch unterschätzt wird, wie viel Wirtschaftsteilnahme es da gibt am Bruttoinlandsprodukt, sage ich mal. Ich habe das Gefühl, es wird immer noch so ein bisschen belächelt als kein richtiger Job quasi in Anführungsstrichen, weswegen das so ein bisschen vernachlässigt wurde. Natürlich gibt es auch sehr viele andere Berufsgruppen, die wichtiger waren in der Zeit so, aber ja, trotzdem hat man da wenig gehört.
Welches Fazit ziehst du aus den ganzen Streaming-Events des letzten Jahres? Ist es eine Option, die man auch in Zukunft nutzen könnte, um mehr Leute zu erreichen? Oder bleibt es eher eine Art Notlösung, um sowohl KünstlerInnen als auch ihren Fans ein bisschen das Gefühl von Live-Konzerten zu geben? Es war eine schöne Abwechslung in der Zeit, aber es ist nicht das Gleiche. Also auch für die KünstlerInnen ist der Austausch mit dem Publikum wichtig. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, wo wir jetzt wieder langsam Open Airs machen konnten, dass es ein ganz anderes Gefühl ist. Man kann das natürlich auch koppeln und sagen, wir streamen und haben Publikum, aber nur Streaming-Events würde ich, weiß ich nicht, würde ich eigentlich vermeiden in Zukunft, wenn es auch möglich ist, mit Publikum zu spielen, weil das macht es im Endeffekt aus. Das ist die ganze Magie dahinter. Du hast es gerade schon erwähnt, auch eure KünstlerInnen hatten schon wieder die ersten Konzerte auf kleineren Festivals. Was sind die größten Veränderungen bei deiner Arbeit, wenn du es mit der Zeit vor der Pandemie vergleichst? Wie sieht dein Alltag heute, dein Arbeitstag heute aus? Also was so die Arbeit angeht, also Homeoffice ist jetzt immer noch Standard bei uns. Ansonsten muss ich mich jetzt wieder an das neue Tempo gewöhnen. Das Tempo ist jetzt langsam wie vor der Pandemie, was so Mails und Telefonate angeht. Aber der größte Unterschied ist natürlich bei den Shows selbst. Das sind ja meistens Abstandsregelungen, Picknickkonzerte und so weiter. Und da muss man halt schon zwischendurch auch eingreifen, falls die Leute dann zu komfortabel werden mit der Situation und nach vorne gehen und anfangen zu moshpitten, dann muss man seinen KünstlerInnen halt sagen, yo, ihr müsst da kurz eine Ansage machen, dass die Leute zurückgehen und halt kurz Spaßbremse spielen, damit auch die Richtlinien weiter angehalten werden und wir das Konzert nicht abbrechen müssen. Du bist neben deiner Arbeit als Booker das Gesicht vom YouTube-Format Punchline Quiz, bei dem du RapperInnen Lines vorliest und die müssen dann ganz Günther Jauch-mäßig erraten, von welcher Kollegin oder welchem Kollegen die Line gerappt wurde. Gerade während der Pandemie, wie wichtig sind dir solche Nebenprojekte? Eigentlich ein Relikt aus meiner Musikjournalismuszeit und ich habe das Format eigentlich aufgegeben gehabt. Da kam 1,5 Jahre nichts und Corona ist tatsächlich der einzige Grund, warum das Format wieder angelaufen ist, was mich natürlich auch freut, was so ein positiver Side-Effekt ist und auch ein positiver Geldaspekt war in dieser Kurzarbeitszeit auf jeden Fall, dass man da noch nebenher schauen konnte, wie man die Zeit überbrückt, finanziell auch. Deswegen freut es mich, dass das wieder so gut angelaufen ist und so gut aufgenommen wird und es macht immer noch sehr viel Spaß. Ich hoffe, ich werde da Zeit für haben in Zukunft auch.